Er ist schon ein paar Tage hier. Heute können wir ihn endlich offiziell vorstellen. Marcos Alvarez, willkommen in Offenbach. Dankeschön. Und zwar wieder willkommen in Offenbach. Wieder, das heißt, du warst schon mal hier. Wann war das und kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Ach, das war in der U15. Bin ich 2 Jahre dann hier geblieben. Und ja, war vieles noch anders, als es jetzt ist. Hat auch seinen Charme gehabt. Aber ich glaube, seitdem ist hier in dem Club sehr viel passiert. Du hast es damals, glaube ich, aus dem LZ auch in die U16-Nationalmannschaft geschafft, richtig? Ja, genau, richtig. Das waren so meine ersten sportlichen Erfolge, die ich dann hier mit Kickers Offenbach erzielt hatte. Natürlich ist sowas immer was Besonderes, wenn man dann für sein Land spielen darf. Und diesen Schritt bin ich hier bei Kickers Offenbach gegangen. Wo war es in den letzten paar Jahren für dich das Zuhause? Was hast du alles erlebt? Ja, muss man schon sagen, dass Osnabrück für mich mein Zuhause war. Ich habe 5 Jahre dort gespielt, hatte dort die erfolgreichste Zeit meines Fußballs bis jetzt. Kann sich ja noch ändern. Und deshalb habe meine Frau dort kennengelernt. Wir wohnen dort oder wir haben dort gelebt. Und deshalb kann man schon sagen, dass meine Heimat dann auch schon Osnabrück geworden ist. Jetzt bist du hier zurückgekommen an deine alte bzw. Geburtsstätte, kommst aus Gelnhausen, wieder zurück in die alte Heimat quasi. Bist du ein Familientyp? Ist sowas wichtig für dich, auch immer heimatbezogen zu spielen? Ja, eigentlich schon. Also definitiv. Also Familie steht bei mir über allem. Auch so ehrlich muss man sein, auch über den Fußball. Ist mir extrem wichtig, dass meine Familie immer einen guten Kontakt hat, dass man halt einfach füreinander da ist. Und das lebe ich vor, habe das vorgelebt bekommen von meinen Eltern. Und das versuchen wir jetzt an unsere Kinder auch so weiterzugeben. Deshalb, also Familie steht bei mir über allem. Jetzt bist du ein paar Tage hier, konntest schon ein paar Eindrücke sammeln, auch gestern beim Showtraining. Was sind deine ersten Eindrücke von Kickers Offenbach jetzt in deiner zweiten Zeit hier? Und ist auch so ein bisschen der Kontakt zu den Fans. Was war dein erster Eindruck hier? Ja, also ich habe das ja immer alles hier auch noch verfolgt. Ich habe selbst ein paar Freunde, die im Block hier stehen. Also daher wusste ich schon, was hier aktuell passiert. Es war gestern auch überragend, also 1200, 1000 Zuschauer, keine Ahnung, bei so einem öffentlichen Training, Trikotvorstellung. Stimmung hat man schon gemerkt, wie sie übergeschwappt ist. Also das war schon ein tolles Erlebnis. Nun zu dir als Spieler. Gestern im Stadion hast du gesagt, du bist so ein kleiner Drecksack. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ich versuche immer mit legalen und vielleicht auch manchmal mit dem einen oder anderen illegalen Trick oder das Bestmöglichste für meine Mannschaft rauszuholen. Ich werde mich immer dafür opfern, auch mal das ein oder andere Foul vielleicht zu machen, um mal die Mannschaft so einen kleinen Ruck zu geben. Das ist halt einfach meine Mentalität. Ich gehe voran, zumindest auf dem Platz. Und das kann man sich so darunter vorstellen, dass die Gegner keinen Spaß mit mir haben werden. Also wir werden dich lieben, die Gegner werden dich hassen. Ich hoffe es. Ne? Also das muss man sich natürlich erstmal erarbeiten, irgendwo geliebt zu werden. Ich hoffe, dass es natürlich genauso gut dann hier funktioniert, wie es in meinen letzten Stationen funktioniert hat. Weil es gibt bei mir nur eine Sache, glaube ich, entweder Liebe oder Hass. Und ich hoffe natürlich, dass ich hier viel Liebe bekommen werde. Gibt es denn etwas, was du gar nicht magst? Verlieren. Ich kann absolut nicht verlieren. Also meine Frau sagt immer, hör auf, lass die Kinder auch mal gewinnen, egal ob es Uno, Mensch, ärgere dich nicht, ist was auch immer. Also selbst da gibt es bei mir keine Gnade. Und das ist was ich gar nicht haben kann. Und halt eben so keine Menschlichkeit. Also ich weiß, wo ich herkomme. Und das wünsche ich mir dann halt auch immer von den anderen Menschen, dass sie sich halt einfach anständig respektieren. Und Respekt ist da ein ganz großes Wort, dass man nicht nur daher so sagen sollte, sondern halt auch wirklich vorleben sollte. Wir gehen mal auf den Platz. Wo siehst du dich auf dem Feld? Wie beschreibst du so ein bisschen deine Spielweise im Angriff? Ja, ich habe einen tiefen Schwerpunkt, kann mit dem Rücken zum Tor extrem gut Bälle halten, habe einen sehr guten Abschluss, gefährliche Standards. Und das ist eigentlich so das, was mich ausmacht. Man wird mich jetzt nicht die Linie hoch und runter rennen sehen. Das ist nicht mein Spielstil. Mein Spielstil ist eher so in der Box, um die Box herum. Da bin ich, glaube ich, auch brandgefährlich. Und das ist so das, was mich die letzten Jahre ausgemacht hat. Neben wem sitzt du in der Kabine? Neben Sascha Korb und neben Mike Vetter, Teammanager, Fußballer, alles drin und dran. Nein, zwischen den zwei Jungs sitze ich und macht extrem viel Spaß bis jetzt. Sehr gut. Abschlussfrage, auf was freust du dich hier besonders? Ja, auf das erste Mal einlaufen, auf dieses Gefühl dann zu sehen, wie viele Zuschauer dann schon da sein werden. Natürlich müssen wir das auch uns ein bisschen erarbeiten, aber ich glaube, wer das hier gesehen hat oder wer hier einmal im Stadion war und dann einlaufen wird zum ersten Punktspiel, das wird so ein Gänsehautmoment, glaube ich, der dann nochmal, obwohl ich viel erlebt habe, einfach nochmal da sein wird. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und schön, dass du in Offenbach bist. Danke. Dankeschön.